Ja, da ist im Prinzip die Maschine, dann die Maschine hier und danach kommt die hier. Die, was ist TFGs Kondor, glaube ich, ne? Ja, müsste. Baselag. Also normalerweise gibt man Dubai keine Baselags. Das mache ich nur, wenn die von hier oben kommen. Weil sonst würde ich hier immer weiter geradeaus, dann ist der Winkel relativ spitz, die reindrehen zu lassen. Und das mache ich eigentlich nicht so gern. Daher gibt es da immer noch einen Baselag zu stören. Und der muss mal gucken, ob man bremst hier. Also darf noch gar nicht unter 4000, weil hier ist noch bis hierher, sieht das hier ein bisschen eingezeichnet. Hier sind noch kleine, ja, Gebirge mehr oder weniger. Deswegen darf ich den nicht auf 2000 Fuß runterlassen. Langsam, ganz langsam. Gut, dann klappen wir irgendwie, hoffe ich. Hier war LS. Gut. New Departure. Geklärt, dachte. Ja, Geschwindigkeit hat es fast, das heißt, passt die Separation auch Geschwindigkeit rechtzeitig abgebaut. Unter 2000. So ist das. Weil ich in die Richtung raus, habe ich bloß Visit hatten, da weggeben. Die anderen beiden sind ja so relativ straight raus. Gut, da gibt es Blick nach Niada. Das ist hier unten. Da darf ich ihm eh kein Direct geben, weil hier und hier sind die ganzen Wolkenkratzer. Wenn ich dem ersten Direct gebe, fliegt er hier genau drüber. Und direkt dran vorbei, so nah. Ja, nicht gut.
des Raums gleich den falschen Knopf gedrückt. Der Liner hat da gleich, während die noch da steht. Ja, weg ist er. Ja. Habe ich nicht aufgepasst, aber gut, das ist. Egal. So, wir sind die Settings hochgestellt. New departure. New arrival. New arrival. New arrival. New arrival. Darling, don't go. So, und jetzt ist hier Lorot und ab da kann ich ihn dann im Prinzip auf das Heading schicken. Weil hier ist Militärding noch im Weg, deswegen kann ich den nicht früher dahin schicken. Hallo Mia, moin! Und auf 6000. Und das klärt, okay. Und jetzt kann ich mich um die hier auch kümmern. So, den setze ich auf 8000 runter. Den hier bremse ich schon mal aus. 230. Den hier auf 240. Und dann ziehen sie sich jetzt hier vielleicht von ganz alleine auseinander gleich. Das wird man gleich sehen. Vacating runway. New departure. Luca, danke für deinen Host. Danke für den Host. Hier muss man natürlich auch aufpassen, weil die kreuzen sich dann natürlich hier im Nirvana. Und dass die dann nicht. Dass da nichts passiert. Speed wird beiden runter. Separation passt, das sind jetzt 5000 Unterschiede, kann ich den auch schon unterscheiden als Descent. Der kommt nachher jetzt eh gleich auf 2000 niedriger oder was. New departure. So, die werde ich gleich wahrscheinlich in den Down mit hinter die beiden packen müssen. Sonst passt es nämlich nicht mehr. Glückwunsch, Luca. Wie hast du das jetzt hinbekommen? Also, wo war der Fehler? Weißt du das? Seht ihr, wie die beiden sich jetzt hier auseinanderziehen? Nur wegen 10 Knoten Unterschied? Bremsen wäre aber echt eine coole Sache, mein Lieber.
Also die eine Landung zieht sich jetzt natürlich das Fenster für die Departures ein bisschen, aber ich denke, das geht noch. So. Lass mal den nochmal geradeaus weiterfliegen. Weil der passt da einfach nicht rein gerade. Kein Platz dafür. So, das nächste Departure ist auch dann. Er hat auch keine Line abgelassen. So, jetzt ist das Ding. Ich habe jetzt hier im Download separiert. Das heißt, ich muss jetzt im Prinzip nur reinziehen dann. Jetzt ein nach dem anderen. Zack, zack, zack. Rein da. Den gebe ich da weg, um den da rauszuziehen schon mal. Dann kann der nächste ein Design kriegen. Auch übereinander, dann kriege ich auch einen runter. Dann gebe ich manuell meine Geschwindigkeitsreduktion, dass sie auseinanderziehen. So. Vacating runway. So, im Prinzip der hier, dann kommt die hier und dann geht's mit denen weiter. Und den kann ich jetzt reintrennen lassen, dahin. Und ab da geht er viel, geht dann seine normale Route weiter, für die er geklärt ist. Das darf er ja. So. Vacating runway. New departure. Fliegen. Ich habe zu spät reagiert, jetzt ziehe ich die TUI von hinten rein. Das heißt, dumm, weil es ist ja scheiße. Das habe ich nicht gut gemacht. Weil eigentlich die Heavy ist jetzt hier alle schön, so wie es eigentlich geplant hat. Ein Heavy nach dem anderen. Hi Florian 19. So, jetzt kann ich den dann da reinziehen. Weil ja, der fliegt jetzt hier rein, dann ziehe ich den dahinter. Dann passt das. Leaving your sector. Show me a spark. Oh, this is the easy part. Eliza, hallöchen. Ja, ich muss noch ein bisschen üben. Ich will ja bei der Prüfung auch gut aussehen und nicht nur Ach und Krach bestehen, das wäre ja schade. New departure. Aber es ist ja diese Staffelung jetzt hier auf dem Final. Das ist doch wunderbar, oder? Das ist, genauso muss es laufen. Den Scheiß muss ich jetzt hier noch auseinanderziehen irgendwie. Da gibt es kein Problem. Alles gut. Nach drei verschiedene ist auf, ja, sind auf 1000 Fuß separiert. Passt. Vacating runway. Das war knapp, fast durchgestartet. Daniel, servus.
your departure. Okay, dann Heavy, Heavy, Heavy. Der muss da hinten. Ah ja, dann kommt zwei Mediums. Und wieder Heavy. Okay. Leaving your sector. Das kriegen wir hin. Das kriegen wir heute hin. Wie gesagt, ich kann euch nur sagen, ihr könnt immer noch, wenn ihr das Spiel habt, die Simulation könnt ihr einfach reinrollen. Dann machen wir kurz Pause und dann kann ich ja noch jemand mit Tower machen, zum Beispiel Departure machen, was auch immer halt so gerade ansteht. Ich glaube, ich krieg den nicht mehr vor den hier. Vacating runway. Ich muss hier mit Geschwindigkeiten, jetzt werde ich jetzt viel rumspielen, um die halt auf dem Weg zu separieren voneinander. Ja, das ist ein Multiplayer-Tool. So, da der so schnell ist, sehe ich den dann dahinter. Lass mich mit 32. So, 4000 mit dir, Kollege. Aber auch das ILS. Leaving your sector. New departure. Weiter runter schicken. 6000 schon mal. Da fliegt 250, ne? Ja, okay. Jetzt kann ich den reinschicken direkt dahinter. Ich brauche mal ein bisschen mehr Abstand, deswegen habe ich den nicht sofort drehen lassen, weil das hier ist ein A319. Ne? Auch wenn der jetzt schneller reinfliegt. Das ist immer noch ein 747, die ist auf dem Final einfach schneller. Da muss man auch drauf achten, dann, dass er dem nicht hinten drauf fliegt. So. Da kommt gerade weit und breit nichts, kann ich den schon mal schicken. Dem gebe ich jetzt zum Beispiel einen Shortcut hier, damit der schneller hinter den hier kommt, ne? Damit das enger passt. Dann ziehe ich die automatisch damit auch nochmal auseinander. Also das ist genug Werkzeuge, um Flugzeuge auseinanderzuziehen, wenn sie zu eng, zu nah zusammen sind. Man muss halt nur wissen, welche Werkzeuge man hat und wie man sie einsetzt. Hallo, ich habe gesagt, Tutrisiere, du blödes Drecksflugzeug. Ich mache Restriction, das ist wie ein Online-Pilot, der hält auch seine Restriction das Ding an. Es gab schon einen Grund, warum ich den auf Tutrisiere geklärt habe und nicht tiefer. Den auch schon mal runterklären auf 5000. Den auf 5000. Speed runter, 210. Ups, 210. Ja, 200, da zieht sich noch weiter auseinander. Okay, passt. Dann gehen wir auf 6000. So. Den lasse ich jetzt außen rumfliegen komplett. Weil ich will erstmal diesen ganzen Pulk hier reinhaben. Vorher macht das keinen Sinn. New arrival. Oh, new arrival. Okay. Nächsten rein auf dem Final. Und dann 2000, den auch noch 2000. So, noch ein Tutrisierer runter.
2000 Fuß nach unten wegen dem hier. Also unter 6000 darf ich hier in dem Bereich nicht, wegen der Gebirgskette. Und hier darf ich nicht unter 4000. Ne? Solche Sachen muss man halt auch bedenken, weil wir wollen eigentlich, dass die Flugzeuge in den Berg fliegen. Also meistens. Bei manchen Online-Piloten würde ich mir das vielleicht wünschen. Was ich natürlich nicht vergessen darf, die alle auf 210 vor dem Turn rein zu runter zu bremsen, komplett, weil sonst kann ich die Separation auf dem Final nicht aufrechterhalten. Oh Scheiße. 8000 Maximum, so. Also im Prinzip, ihr seht, das sind immer wieder dieselben Abläufe. Es ist nur die Frage, wann macht man was genau. Und das entscheidet im Prinzip, ob du das Flugzeug nachher gut separierst und gut reinbringst oder halt nicht. Auch wenn das sieht hier noch so eng zusammen aus, ne? Ist es aber nicht. Ich werde gleich sehen, wie ich das Ganze löse. Bisher noch ohne Holding, ne? Kein einziges Holding aufgebaut. New Departure. So, jetzt müssen die alle auch noch auf 210 runterbremsen. Ah, jetzt sind sie schon weggenommen, um zu beschleunigen. Dann habe ich nicht mehr eine Separation. So, ich werde jetzt alle mal die hier auf dem letzten 10 im Einzelnen Clear to Land geben. Einfach, weil normalerweise hätte ich es Tower, der das macht. Ich kann mich nicht darum auch noch kümmern. Das ist einfach zu viel sonst. Ne? Man muss jetzt sich auf die wichtigen Sachen konzentrieren. Wir tun einfach mal so, als wäre dann Tower da, deswegen passt das dann schon. Dann kann ich mich nicht um die Flugzeuge kümmern, die hier wirklich wichtig sind. Vacating runway. New departure. New departure. New departure. Error departures auf einmal, okay. New arrival. Ja. Wuffler Arrival finde ich immer am besten, die da unten zu landen. Wobei hier auf Destiny ist auch nicht so einfach, ist auch nicht relativ easy, weil die fliegen eigentlich nur hier den Dinger von alleine hier in den Downwind. Und dann musst du dich eigentlich um die nicht kümmern, außer ab und zu mal ein Descent zu geben. Nervig sind im Prinzip eigentlich die Bubin und die Puba-Lauer-Wills, weil die halt hier irgendwo mitten rein gehen, wo es einfach schwer ist. Vor allem hier, da ist ein relativ kurzer Weg. Also wenn ich die hier straight reinbringe, brauche ich sehr viel Platz, weil die haben müssen ja diese Rundgeschwindigkeit abbauen gleichzeitig. So, jetzt hat er eine freie Bahn, das kann er auch. New Arrival. Runway. Ja, doch, ich ziehe gerade runter. Wir haben gleich wieder eine Lücke, da passt das schon mal. Leaving your sector. For me, I run because
Jetzt hier immer zwischen rein. Wir haben aber hier noch zwei Mediums, danach kommt eh wieder Heavy. Da passt er dann ganz gut rein, eigentlich. Dann kann ich zum Beispiel den hier auch noch quer reinziehen. Schicken wir das Heading 250. Dann kann ich nämlich den hinter die Nax noch ziehen. Ja, dann kürzt er hier ab. Fliegt noch direkt runter auf 4000. Speed 210. So, und wenn ich den da, dann den hier. Dann kommen die beiden hier nacheinander. Der Descender, da muss man schnell Descender. Oh ne, ich lasse den mal auf. Na komm schon, geh auf 5000. Ach nee, warte mal, ich weiß nicht, das machen wir. Die auf 3000. More Expedite Descent. New Arrival. 210, Speed 210. Ja. Years seem short. Days seem long. So, jetzt schicke ich nämlich hier im Prinzip diagonal hier rein. Warum gelb? Nein, es sind 2,5 Meilen. Hör auf rumzuheulen. Das sind definitiv 2,5 Meilen. Ja. 2,7 Meilen. Passt doch. Minimumseparation, aber passt. Sollte nicht gelb werden hier. Ich glaube, es hakt. So, der bremst auch ganz gut jetzt gerade. Passt das. So, dann kann ich den jetzt auf 5000 ziehen. Auf 4000. Den bremsen wir mal. Und runter auf 6. So. Ja, ihr seht ja, was das für ein Pulk war. Und jetzt alles geordnet, ne? Hier alles schön wie eine Perlenkette aufgereiht. Mit schönen Abständen. Ja, hier ein bisschen große Abstände teilweise, aber das hat sich jetzt auch einfach dann so ergeben daraus. Der kriegt noch keinen Cleared aus ILS, aber der darf schon mal Descent noch. Weil ich lasse ihn noch ein bisschen näher rankommen, der fliegt ja eh schon relativ spitz drauf zu. Und ja, dann passt er schon. Vacate, leaving your sector. So, und die sind jetzt halt übereinander separiert, ne, der Höhe, das darf man nicht vergessen. So, den ziehe ich jetzt so rum, der kriegt jetzt für mich die Kurve hier hin und dann hier rum. Und dann ist er nämlich genau hinter den beiden hier. Das ist die Idee. So, da geht jetzt das 280 Heading. Und dann damit auch das Cleared für das ILS. So, zack. Guck mal, jetzt habe ich hier noch zwischen die Beine gequetscht. Das heißt, ich habe jetzt noch ein Flugzeug mehr reinbekommen. In derselben Zeit, wie ich da eigentlich zuerst vorhatte. Das heißt, ich bin auch effektiver dadurch. New Departure. Die Abstände sind mehr als groß genug vorne und hinten. Also da hat er gut reingepasst. Und ich finde, das ist eigentlich das Schwierigste am Approach-Lotsen, dass du halt diese Lücken erkennen musst und dann auch entsprechend füllst, wenn du ein Flugzeug da hast dafür. So, wir werden jetzt gleich die hier, die auf 3000, die ziehen wir gleich zuerst raus. Ja, das ist dann kein Problem, die sind in der Höhe separiert, ich ziehe die einfach nacheinander raus und wenn der hier weg ist, kann ich den senden lassen. Das muss ich gar nicht, weil er ist ja schon auf 4000. Vacating runway. Two one zero. Abstand nach vorne passt auf die 737. Das sollte also kein Problem geben. So, dann kriegt er was an die Sender. So, der darf auch runter. New arrival. 4. Speed 230. Und der kriegt das Send Downwind. Hallo? Schon nochmal zu Zero, da haben wir es doch. So. Ja, der darf nicht hören, weil der kreuzt hier den hier. Und da haben wir sonst ein Höhenproblem. Also ich schicke den auf 6. Den kann ich auf 8 runter. So. Jetzt kann ich hier den nächsten reinrennen lassen.
Ich hoffe, ich habe den richtigen erwischt. Der 4000 wäre nicht so gut, aber es müsste der sein. Ja, ich habe den richtigen erwischt. Gut. Jetzt dreht er rein. Ich habe jetzt auch eine kleine Lücke hier mit Absicht. Aber eigentlich weiß ich gar nicht, warum ich die Lücke gemacht habe. Lohnt sich. Ja, kein Sinn. Egal. Leaving your sector. New arrival. Es geht echt, die Departures gehen noch. Den nächsten direkt hinterherziehen. Vor allem kann ich den jetzt, als ich mit dir noch so 4000, der war die ganze Zeit ziemlich hoch noch, weil das andere Flugzeug so nah war. Das hat sich ja jetzt erledigt. Vacating runway. Oh. Dann kann ich mich wieder ein bisschen mehr um die Departures kümmern, dass die auch zügig rauskommen. So, die sind jetzt aneinander vorbei, das heißt, jetzt kann ich die Descent den weitergeben. So. New arrival. Und dem natürlich den Climb. Und mit dem Climb zusammen dann auch den Berg. So, weg. So, der Weg von mir ist gerade kein Direct. Weil das zu hoch und zu schnell, um den jetzt hier mitten rein zu quetschen. Den habe ich zum Beispiel diesen nicht mitgegeben, weil er ist sehr nah an der Gebirgskette. Das ab dem Wegpunkt hier gibt man den diesen eigentlich dann erst, wenn er hier established ist. Weil dann ist er wieder auf dem Weg weg von der Gebirgskette, dann kann nichts passieren. New arrival. I should have seen it was coming. Leaving your sector. Dann kann ich schon 4000 geben. Und auch Speed 2 an Zero. Vacating runway. Lately I feel like we wasted so much. We were just honest, we wouldn't have rushed. Sie sind ein bisschen größer, aber das ist halt dann einfach so. Bank Station, servus. New departure. Das machen wir auf 6, ja doch 6 hoch. Ja, das passt. Das da, okay. Gut. So, jetzt mache ich hier extra die Lücke. Das sieht aus, als wäre ich eine große Lücke, aber normalerweise lässt man hier ab Giorgio reindrehen. Das heißt, ich will, lasse die Lücke jetzt mit Absicht da, weil den drehe ich dann eh so oder so direkt hinter die CLX hier rein. Und dann hat sich die Lücke von allein erledigt. Vacating runway. Also mal die Departures, raus, sind ziemlich viele gelbe Tags. Die müssen auch noch weg. Oh, guck mal, kommt ein A380 rein. Ist das der erste heute? Oder haben wir heute schon A380 gehabt? Ich habe das jetzt, vielleicht habe ich es nicht gesehen, wenn wir schon einen hatten, aber es kommt hier. Eine Queen, ja, müsste es sein. KAL. Mit ihrem A380. New departure. Oh, der nächste hinterher.
vacating runway. Hab bisher kein Go-On, keine. Ja, die Collision könnte ignorieren, die war auf Boden. Das war Tower Schuld. Wir haben noch kein Airprox und nichts in der Richtung. Kein einziges Caution. Aber jetzt zählt, dass ich den hier reinrenne. Damit füllt er automatisch die Lücke zwischen den beiden Flugzeugen. New Arrival? Ach, okay. Den kann ich aber die senden lassen. Im Prinzip gebe ich den so früh die 8000 nur, damit er auch gleichzeitig Geschwindigkeit abbaut. Ne? Unter 10.000 und so. Der jetzt hoch. So. Dem hier gebe ich jetzt auch einen Shortcut, der darf direkt nach Vela. Und dadurch kommt er direkt hinter die beiden. Gleichzeitig der Diesel auf 4000, Speed runter, fertig. Dann wird er auch eingepackt. Wenn die drei dann durch sind, kommt dann zum Beispiel, kann es dann der hier zum Beispiel wieder mit dem Direct reingeholt werden. So. New Departure. Ich finde ja immer krass, wie schnell die Zeit vergeht beim Lotsen, ne? Wenn man jetzt schon hier oben sieht, eine Stunde schon dabei. Und es ist halt, aber die Zeit ist so schnell rumgegangen. Ich weiß nicht, wo die jetzt hin ist. Vacating runway. So ein bisschen mehr Abstand gelassen, weil das hier eine 737 ist. Das haben wir wieder das Problem, dass der das hinten drauf fliegen kann. Sieht hat Departure. New so. Departure. Ja. Da. Leaving your sector. New departure. Man kann auch schon Take-off machen. So. Ja, alles klar. Nice Faker Con. Vacating runway. Auf Endsession. So. Das läuft jetzt noch eine Weile weiter, es kommen noch keine neuen Flugzeuge dazu. Aber die noch da sind, die kommen werden noch reingeholt jetzt im Prinzip.
da drauf. Krieg sogar den A380 noch da hier rein, in die Lücke. Dann zieh den mal runter. Dann passt das. So, den auch runter schon mal. Das ist gut, dann kann ich im Prinzip den hier, dann kommt der A380, dann kommt die Transavia. Und dann kommt hier hinten die Shamrock A330. Also im Prinzip kommt der hier die Lücke zwischen die beiden. Die Lücke, die eigentlich fast nicht existiert. Aber ich kann die auseinanderziehen, das geht ja. Bedeutet, ich muss den Turn dann von dem hier rechtzeitig einleiten, dass sie nicht zu eng wird. Mit Giorgio, genau, ab hier kann ich den Turn machen, dann kommt er gut rein. Mr. Z, danke für dein Follow. Ich glaube, es wird auf dem Stream nicht angezeigt, oder? Dass ein Follow reinkommt. Ich hab's über. Lucky LP, danke für deinen Follow ebenfalls. Kommt ihr denn alle auf einmal her? Vor allem die Departures hier noch rauskriegen, das dauert am längsten jetzt. Stopfen. So, das geht Approach. Descent. Ja, auch Descent. Leaving your sector. Leaving your sector. Ja. Gut. Den kann ich jetzt rausschieben, weil es kommt ja nichts mehr. Das ist jetzt nicht relevant. Oh, feuer mal die mal raus hier, würde ich sagen. Den darf ich nicht früher. Das, was ihr nicht seht, ist, dass hier im Prinzip in diesem Eck, also hier liegt der Airport und hier ringsrum ist der Airspace von dem entsprechenden Militär-Airport-Approach. Das heißt, deswegen geht auch Sitta zum Beispiel hier oben rum. Deswegen geht die Route auch ganz außen rum und nicht zum Beispiel direkt hier drauf. Deswegen darf ich den auch hier noch nicht zu früh den Turn geben, sonst gibt es ja Airschatten. Vacating Runway. Also danke für den Loot, von wem auch immer der gerade kam. Ich sehe es gerade nicht. Er dürfte auch immer wieder looten, natürlich. Der ich angezeigt, der Loot? So. Ich sehe jetzt gerade nichts. Eigentlich sollte er zumindest angezeigt werden. Den Loot hatte ich nämlich nicht ausgeschaltet. Ich muss ich nachher mal gucken, dann, was das ist, aber er ist eigentlich eingeschaltet. Naja. Jetzt bringen wir erstmal die Flugzeuge runter, das ist, glaube ich, wichtiger. So, was hier also, ne, dieser Clear-to-Land-Button, habe ich ja gesagt, ist für mich jetzt im Prinzip im Moment einfach so die Übergabe zum Power, so wie so ein Handoff. Und den kann ich jetzt hier reinholen. Leaving your sector. Die Geschwindigkeit mal leicht erhöhen. Vacating runway. Auch just some power, bitte schön.
Vacating runway. Noch ist es zu weit weg für 2000. Machen wir es mal. Korrekt. Ja. Schnucki HD, ihr habt euren Namen drauf. Danke für dein Follow. Hi. So, wir lassen erstmal 4000, so wie es eigentlich sein sollte. Ne? Im Prinzip, bevor die nicht hier oder hier vorbei sind, dürfen die eigentlich nicht über 4000. Hier steht 3000 plus, ja, über 3000, aber auch nicht über 4000. Zwischen 3 und 4 im Prinzip müssen sie dann sein. So ungefähr, kann man sagen. Jo, der geht dann auch nochmal zum Tower. Tschüss. Den kann ich aber direkt durchsteigen lassen, weil der ist ja nach dem Jahr da. Das ist ja da unten. Hier ab hier und ab hier sagen wir eigentlich 4000, also diesen ganzen Korridor hier frei halten. Aber eigentlich, sobald er hier gecrossed ist, kann der hochsteigen. So, und jetzt zum Beispiel. So, tschüss. Oh, da habe ich eine vergessen. Ja, dann ne? Kann ich schon mal direkt weggeben hier. So, bitteschön. Also im Examen habe ich vielleicht maximal die Hälfte des Traffics in 2 Stunden. Ne? Bis jetzt 1 Stunde 17 bei insgesamt knapp 70 Traffic. Kommt noch ein paar Traffics gleich dazu. Isaac, wie auch immer, danke für dein Follow. Also ich kann mir nicht helfen, aber irgendwie fühlt sich das an, als wenn es Fakes. Ist mir nicht übel, falls ihr keine seid, aber die Namen hören sich sehr nach Fake-Accounts an. Vacating runway. So, den kann man doch direkt anwechseln. So, dann fühlt sich das da runter. So, den auch rausschicken. Dann ist das Thema durch. Also so, und den hoch, jeweils 13.000 Muffler. Also man kann auch diese Targets geben, auch wenn es nicht viel bringt, ne? Aber es spart sich ein paar Meter. Leister, ich habe Prüfung am Mittwoch, Mittwochabend um 17 Uhr Zulu. Eben, logischerweise hier in Dubai, Dubai International Airport, da oben steht's. Und, ja. Also ich denke, ich bin ganz gut vorbereitet. Traffic Management dürfte nicht das Problem sein. Theorie ist eher das, wo ich mir Sorgen mache. Aber da hocke ich mich heute nochmal mit einem Trainer zusammen, der auch in Dubai ausbildet. Und dann wird das auch passen. So. Also übrigens, Hervi 130 wäre Center. Wir können jetzt einfach mal sagen, ich bin Center. Ich gehe jetzt einfach mal auf, was weiß ich, die Richtung 35.000. Die Richtung wegen mir, was weiß ich, 32.000. Also sehe ich 34.000. So, Senderaufgabe. Max, danke für den Follow. So, Geschwindigkeit hoch. So, jetzt fliegen die im Prinzip noch raus. Leaving your sector. Leaving your so, dann sind alle weg. 1 Stunde 26 knapp. Auch hier in Ross natürlich nicht mehr viel zu tun gewesen. Ist ganz 37 in, 37 outbounds. Das passt, denke ich. Das ist ganz gut. Leiser, weil mir du einfach Spaß macht. Ich bin in die Division gegangen dort auf Iwao. Und weil mir die Division einfach gefällt und Dubai ist ja der größte Airport, das ist so einer der größten Airports der Welt.
Und deswegen habe ich mich dafür entschieden, in Dubai zu nutzen. Und ja, da habe ich jetzt mein ADC gemacht, also sprich mein Tower Controller sozusagen. Und jetzt mache ich mein APC, also den Approach Controller. Und ja, ich bin ziemlich zuversichtlich, dass ich durchkomme ohne Probleme. Ohne größere Probleme. Ich hoffe nur, dass keine Arschlöcher vorbeifliegen, die halt versuchen, absichtlich einen Examen zu torpedieren. Das ist dann immer sehr nervig, mit sowas rumzuhandeln. Auch wenn es im Normalfall die Aktion, die sie machen, als Aktion selbst nicht, jetzt sag mal, keinen Einfluss hat auf meine Prüfungswertung, aber das was nervt halt unheimlich und bringt dich einfach aus seinem Flow raus. Und das kann dann wiederum dazu führen, dass du dann tatsächlich irgendwelche Fehler machst, die man nicht machen sollte. Das ist dann wiederum schade. Gut. So, ich muss noch ein paar Sachen erledigen. Ich muss ja auch noch Theorie lernen heute und auch so weiter. Deswegen werde ich mir jetzt weiterschicken. Der Witchboy fliegt mit der Conny. Er fliegt mit der Conny heute. Ich glaube, er ist auch nicht mehr ganz so weit. Daher schicke ich euch mal da weiter. Ihr könnt eh noch ein bisschen zuschauen. Und Nax, good day. Yeah, I can talk in English too, that's no problem. But I'm closing now, so I shut off my stream and host you to Witchboy. So he's an English streamer from Hong Kong. He's from Hong Kong and flying the Conny at the moment. So yeah, he is really nice, really funny, and I hope you enjoyed. And I wish all of you an good start in the week, good Monday, and hope to see you on my next stream. Bye bye. Tschüss, schönen Tag euch noch und bis zum nächsten Mal.